Songa ging er dann nach dem Training über den Platz Richtung Stadion. Kurz bevor er durch das Stahltor huschte, hielt ihn ein kleiner Junge am Saum seines Sackos fest. Toi 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 für das Spiel gegen Bayern, sagte er nur und rannte dann zurück zu seinem Fahrer. Kreuzer lächelte und tatsächlich hat er für die Partie am Sonnabend ein klein wenig Hoffnung geschöpft, nach dem Halbfinale aus der Bayern in der Champions League. Ich glaube, es Bayern wünscht jetzt keine große Lust am Freitag ins Flieger zu steigen, in Hamburg zu kommen. Trotzdem ist es Bayern wünschen. Auf der anderen Seite heißt es auch für uns, dass wir natürlich auch an einem Tag Bayern ärgern können und auch Oliver Kreuzer ist wieder voll motiviert. Allerdings war er das in den vergangenen Wochen auch und gebracht. Während die Hamburger also noch auf ihrem Startplatz für die erste Liga twittern müssen, plant Werder schon den Kader für die neue Saison. Und dazu soll auch Innenverteidiger Santiago Garcia gehören. Nach Medienberichten wollen die Bremer den ausgeliehenen Argentinier für knapp 2 Millionen Euro Ablöse kaufen. Wir bleiben beim Thema Geld. Das war beim Handball-Bundesligisten in Hamburg in diesem Jahr nämlich das bestimmende Problem. In den letzten Wochen war immer wieder von einer drohenden Insolvenz, einer Abmeldung oder auch von verspäteten Lohnzahlungen die Rede. Für den neuen Geschäftsführer war das eine echte Mammutaufgabe. Thomas Groß berichtet. Der neue Geschäftsführer.